Ach, der ist doch gar nicht hier. Mach doch keine Panik, Mensch. Okay, der nächste Raum hat unten nochmal irgendwas, wo wir nicht durchkommen. Das sieht mir stark nach einem Aufzug aus oder so. Wir schauen mal. Okay. Diese Freunde stehen wieder auf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist es mir aber wert, denn hier liegt Schrotflintenmunition rum. So. Kombinieren wir mal kurz. Da haben wir nur noch 5 Schuss Schrotflintenmunition. Noch extra parat. Die Frage ist, mache ich das mit der Pistole, wenn die jetzt aufstehen sollten? Oder... Oh, du Sackgesicht. Komm, tritt drauf. Richtig so. Der Arsch hat's verdient. Es war eigentlich abzusehen. Naja, zumindest haben wir jetzt wieder Platz. Ist doch auch schön. Blubber, blubber. Ist das lecker. Der andere kommt auch noch. Garantiert. Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1978. Habe 4 Egeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere. Dann vermehren sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie ideale Kandidaten für die Biowaffenforschung. Ansonsten wurden keine Änderungen beobachtet. 10. Februar 78. Seit Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung. Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde, aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnell Futtermenge erhöht, aber 2 wurden gefressen. 7. März 78. Habe ihnen Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren. Weil Lebendfutter sich wehrte. Die Egel lernen jedoch aus Erfahrung und gehen zu gemeinsamen Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April 78. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April 78. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Egel? 3. Juni 78. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Gut, wir wissen ja, die Zahlen sind interessant. Wir hatten am Anfang eine 4. Wo ging's los? Hier, 4. Dann hat sich's verdoppelt. Dann die 2 und die wurde halbiert. Das heißt, wir haben eine 8 und eine 1. Ne? Danach kam ja nichts mehr. 81 also. Ist das bloß ein zweistelliger Code oder wie? Na gut, hier hinten ist nichts mehr, nein? Oh, ich sehe schon wieder Giftgas, das finde ich gar nicht geil. Da es voller Giftgas ist, wurde der Sicherheitsmechanismus aktiviert. Das finde ich sehr zuvorkommend. Ich traue dem Kerl da nicht. Es scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer nebenan gepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Eigentlich will ich kein Gas rein, sondern welches rauskriegen aus der Kammer. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ah! Ins Mischset geben? Ja, sehr gern. Die grüne Chemikalie ist bereits im Mischset. Chemikalien hinzugeben? Jetzt muss ich doch nochmal schauen. Ich muss doch irgendwo stehen haben, was wir damit machen können. Ach Gott, wie war denn das? Nee, ich will gar nicht wechseln. Ich will eigentlich hier oben hin, genau. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das ist das Problem. So, das ist alles Kram aus dem Zug. Was war denn der Untersuchungsbefehl eigentlich? Ach, okay. Alter Kram. Richtlinie für bla bla. Notiz des Zugführers. Hinweis für Vorgesetzte. Das war auch noch Zug, oder? Ja. Okay. Dann muss es hier irgendwo mit sein. Tagebuch 1, kann ich mir nicht vorstellen. Vizeleiter, der hat sich über Markus aufgeregt. Stromregler oder was anderes. Gedicht ist auch was anderes. Managementpraktikant ist ins Zombieland gegangen. Mikrofilmbild hat auch nichts damit zu tun. Liste der Insassen war im Kerkerloch. Notizen der ersten Untersuchungseinheit. Muss er denn hier mit sein? Chemikalien. Sehr gut.
Chemikalien. Rot plus Blau gibt Schwefelsäure. Grün plus Rot gibt Verdünner. Ahahaha. Grün plus Rot Verdünner. Das ist doch genau das, was wir brauchen eigentlich. Nehme ich mal an. Also wahrscheinlich sollen wir da drinnen verdünnen dann jetzt. Ja, gib mal rein. Wurden zu einem Verdünner vermischt. So, und den Verdünner, haben wir den jetzt hier parat? Ah, okay, wir können jetzt wahrscheinlich uns hier da vorstellen und den Verdünner verwenden. Wir probieren es mal. Halt, hier. Verdünner verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht, das ist sehr unschön. Ein Verdünner, der die Haftung bestimmter Materialien schwächt. Ach so, das ist gar kein... Ja, gut. Macht irgendwie auch nicht so viel Sinn mit dem Verdünner. Der die Haftung bestimmter Materialien schwächt. Müssen wir uns mal merken. Haftung schwächen. Ach so, irgendwas war doch... Ich muss nochmal kurz schauen. Da stand doch auch was mit dem Verdünner, glaube ich. So, klickern wir mal kurz durch. Ah, wo haben wir das? Steht hier irgendwas mit Verdünner? Nee. Mir war aber so, als ob ich schon irgendwas gelesen hätte, das uns auf die Idee bringt, dass wir Verdünner gebrauchen könnten. Hm, wer weiß. Gut, unseren Freund lassen wir einfach mal da sitzen. Der andere hat sich ja schon mit uns hier befasst. Hat ja schon mit uns gespielt. Und dann betreten wir mal den vorerst letzten Raum, den wir noch haben. Ich hoffe, es ist kein Glibbervieh da. Und ich hoffe, Billy geht's gut. Ich glaube, ich habe ihm ja ein bisschen Arbeit beschert. Gong. Okay, hier ist der Aufzug. Oh, hallo. Oh, schlecht. Okay, da müssen wir mal andere Geschütze auspacken. Halt. Da müssen wir dann wohl doch mal die Schrotflinte auspacken. So, bleib liegen. Freunde. Ich habe euch gewarnt. Ihr wolltet nicht hören. Jetzt zuckt ihr ein bisschen ab. Okay. Die gute Schrotflintenmunition. Das ist so schade. Oh, ich hätte auch einen Molotow-Cocktail werfen können. Ich bin schon wieder in Gelb gewesen, oder? Ja. Ist ja klar. Rebecca, sofort, wenn sie auch nur schief angeguckt wird, dann geht's sofort in den Gelben. Naja, jetzt haben wir sie zumindest weggeräumt. Heilspray. Das habe ich am Platz. Ich habe ein Feld frei. Okay, dann lasse ich das mal kurz stehen. Ich finde ja auch sehr entzückend, wie es hier aussieht. Der OP-Tisch. Ach, das ist ein OP-Tisch. Okay, wurde umgeworfen. Ist ja auch ein perfekter OP hier. Das ist scheinbar erst vor kurzem passiert. Das siehst du woran? Ist das Blut noch frisch, oder? Naja, wer weiß. Was ist das? Diese Tür ist mit einer Büste von Marcus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Okay, hier haben wir noch mehr zum Mixen. Sieht aus wie eine Art Chemikalie ins Mischset geben. Nein! Was war das andere gleich nochmal, was wir machen können? Die Spüle ist alt und verrostet und sehr schmutzig. Finde ich schön, dass sie das noch so abgetrennt haben. Und sehr schmutzig. Schauen wir uns mal dieses Dokument an. Untersuchungsbericht. Dr. Marcus, Mitbegründer mit Präsident Spencer von der Umbrella Corporation, vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Marcus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nun, nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin gingen. Wir fanden den Beweis für Dr. Marcus' Arbeit an einem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Scheinbar nutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte, doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Einige wurden absichtlich getötet, um das schreckliche Geheimnis zu wahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit vermute ich stark, dass diese Forschung noch läuft. Ja, sein Experiment lebt und wächst im Geheimen.
Diese Dinge, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restlichen Seiten des Notizbuches fehlen. Tja, ich vermute, bald auf den werden wir noch treffen, oder? Okay, hier hinten können wir ansonsten nichts mehr machen. Auf dem OP-Tisch liegt irgendein mysteriöses Ding. Ein Ding? Ich will nicht wissen, was es ist, ganz ehrlich. Behaltet euer Ding für euch. So, hier im Regal ist nichts, ne? Das Regal ist mit verschiedenen Chemikalien gefüllt. Die wurden sicher für Operationen benutzt. Okay. Was war eigentlich die andere Sache, die wir mixen konnten? Nochmal zurück. Das war rot und blau, oder? Habe ich irgendwie so im Kopf. Man sollte sich die Sachen mal merken, wenn man sie anschaut. Rot und blau ist Schwefelsäure. Okay. Grün und rot ist Verdünner. Die Frage ist halt, wo brauchen wir das Zeug denn? Nützt uns das was bei dem Gas oder... Okay, ich wechsle mal zu Billy. Der hat jetzt eine sehr tolle Aufgabe. Er wird nämlich wahrscheinlicherweise gleich gegen garstige Biester kämpfen müssen. Für ihn hat sich ja der Durchgang geöffnet, aber dieser Durchgang bringt auch lustige Tierchen zum Vorschein. Aber hier ist alles zu, das bringt uns eigentlich auch nichts. Ich gehe mal kurz draußen nachschauen. Lag der vorhin auch schon hier rum? Hallo, Dude? Du lagst doch vorhin noch nicht hier, oder? Hallo? Da lag vorhin noch keiner, da bin ich mir relativ sicher eigentlich. Okay, wir könnten jetzt zwischen den beiden hier natürlich problemlos austauschen, weil beide Zugang zum Aufzug haben. Und Billy, der darf jetzt vergnügliche Spielchen mit einem Glibbervieh machen. Ja. So sieht's aus. Komm, mal die Mollys hier mit benutzen. Wo ist denn das Biest? Da. Das war nix. Oh, wie weit kannst du denn werfen mit den, kannst du die Teile denn... Arschloch. Okay, das ist gar nicht gut. Ich schieß mal. Oh, was? Weg mit dir. Vom Feuer verschlungen. Oh, sieh mal an. Sieh mal an. Die explodieren nicht, wenn man Feuer benutzt. Oh, das ist aber nett. Ja, jetzt geht's mir auch beschissen. Dankeschön. Hey, zwei Schuss noch in der Pistole. Es macht total Sinn, darauf wieder auszurüsten. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, gib her. Ich meine, Billy kann nicht mixen, aber... Ach, shit. Ich habe zu viel Zeug bei mir. Aber wir können ja mal ganz kurz den Aufzug benutzen. Komm, leg das mal ab. Hey, ich hoffe echt, wir finden die Magnum mal. Das ist die einzige Waffe, für die ich noch wirklich Munition habe, habe ich das Gefühl. Schön, wie alle bei Warnung sind mittlerweile. So, was haben wir denn hier? Diese Tür ist mit einer Büste von Marcus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Das ist ja das gleiche wie oben, bloß in blau. Okay, und hier drüben? Oh, die ist offen? Ach nein. Ein Gerät zur Eingabe einer Kombination. Aber da etwas fehlt, kann es nicht benutzt werden. Ah, dieses Wählrad da, dieses Zahlrad fehlt. Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Sie brauchen einen Behälter zum Transportieren. Gut, hier gibt es also eine rote Chemikalie. Theoretischerweise müssten wir mit Rebecca wieder hier runterkommen können, oder? Aber hatten wir rot nicht auch oben? Mir war so. Okay. Schicken wir mal... das grüne Kraut zum OP-Raum. Tschüss, grünes Kraut. Okay, dann wechseln wir auf Rebecca und sollten mal kurz vorbeischauen beim... Warte mal, das ist ein grüner Behälter? Wozu hatten wir dann eigentlich den grünen Behälter im anderen Raum? Ne, wenn ich noch was hinzugebe, ist ja sinnlos.
Wir hatten noch... Ich meine, ich hatte ja schon die grüne Chemikalie aus diesem Arztzimmer geholt. Wozu gab's das dort, wenn wir hier nochmal sowieso das Zeug haben? Ja, steck ein. So, jetzt benutze ich das mit Rebecca und lass Billy verrotten. Nein, natürlich nicht. Schmeiß mal den Kram mal weg. Mir ist es lieber, wenn Billy gut versorgt ist, denn er ist nun mal der Kämpfer und... Ja. Man merkt ja auch, dass bei ihm eher mal die Viecher kommen. Die großen, die dicken Oschis. Ich meine, Rebecca hat jetzt auch so einen da in einem Raum stehen, aber... Oh, am Ende muss ich genau dorthin? Das wäre ja ätzend. Das wäre ja ätzend, wenn ich genau dorthin muss. Oh, shit. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Jo, nimm mal das rote Kraut. Jetzt mischst du das und schmeißt es wieder runter. So ein Umstand hier. Okay, nein, nicht benutzen, nicht benutzen. Gut, runter damit. Und... Ich wüsste jetzt halt auch gerade nicht, wo ich sonst hin sollte. Die Chemikalien wüsste ich jetzt gerade nicht zu benutzen. Und ja, ansonsten habe ich jetzt auch gerade nichts Neues zum Erkunden. Deswegen befürchte ich bald, dass wir den Glibbersack da wegräumen müssen. Bei Rebecca. Das wäre total ungeil. Das wäre richtig uncool. Okay. Deshalb. Ja, wir machen das mal. Erstmal werden wir speichern. Ich speichere relativ oft gerade, habe ich das Gefühl. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich sich lohnt zu speichern, weil ich ja ganz schön gesackt habe eigentlich. Naja, was soll's. Gut, gut, gut. Dann wollen wir mal den Aufzug betätigen und Rebecca was vorbeischicken. Ja. Ach, shit. Das Objekt ist zu groß. Sieht aus, als könnten sie es nicht einsetzen. Das ist sehr schade. Ja, dann müssen wir wohl mit anderen Hilfsmitteln versuchen, gegen das Vieh anzukommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das funktionieren könnte. Scheiße. Das war die falsche Taste. Na gut, schalten wir gleich so zu Rebecca. Na gut. Dann wollen wir doch mal. Ja, mach zu. Rebecca, Dankeschön. Okay, dann schauen wir mal drüben vorbei. Heieiei.